Die Nuss der Woche Nummer 10. Am Freitag eröffnet das Filmfestival. Late in Building ist gestartet. Am Sonntag in der Late in Building Messe in Frankfurt die Türen für die BesucherInnen aus nah und fern auf. Auf der Late in Building Messe kann man Technik von der neuesten Technologie von den wichtigen Partner wie Dira, Haga und vieles mehr zu sehen bekommen. Auch der Late in Building Messe wird es noch bis Freitag andauern. Benjamin ist natürlich auch noch vor Ort und ist aber war auch schon gestern vor Ort. Deswegen Beitrag zu der Late in Building Messe insgesamt wird er im nächsten nächste Woche Video geben. Am Freitag öffnet um 18 Uhr das Filmfestival Türkei Deutschland. Das Filmfestival ist das 28. Mal in Nürnberg vertreten. Das Filmfestival tut am Freitag die Eröffnung in der Tafelhalle Nürnberg eröffnen. Diesmal mit wieder sehr viele Ehrengäste aus den verschiedenen Bereichen. Danach gibt es noch einen kleinen Film, der Ellboden. In den weiteren Tagen gibt es Filme zum Bestaunen und beim vielen oder beim manchen gibt es noch Gespräche mit den RegisseurInnen oder Besucher, mit den SchauspielerInnen, die in dem Film mitgewirkt haben. Ups, falsch. So. Und das Thema Nummer 3. Natürlich, ich werde heute an dem Montag nicht streamen, weil ich bin ja noch in Frankfurt. Nico wird meinen Stream übernehmen. Aber daher auch für euch alle. Ab 14 Uhr gibt es einen Livestream. Live von der Messe. Live von der Frankfurter Late in Building Messe. Schaut gerne vorbei. Und dann auch Twitch. Filmproduzent Benjamin. Und damit habt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Liebe Grüße, bis bald in einer Woche. Ciao.